Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir haben, warte mal, das war da was eigentlich in dem? Eigentlich suche ich das eine Lager von Kuffi und hatten eigentlich da uns aus Versehen da, also da, hoppala, zu schnell gedreht wegen Rucklern. Sind aber keine Frame Drops oder so. Das ist wirklich alles irgendwie wegen dem Spiel hier. Ah ja, genau. Und hier die Orks. Ogres. Nicht die Orks. Ich suche hier aber, hier, da haben wir ja, Morazul. Nordosten. Es muss eigentlich da hinten sein, dann irgendwo. Vielleicht wirklich da, wo die Schakale sind. Hat er sich versteckt? Und die Wüste ist größtenteils leer. Und wir haben jetzt auch ein bisschen gelernt, wie wir schneller lernen. Hier sind noch Untote, Skelette. Untot sind sie nicht. Nur tot. Und wir haben die Ausgrabungsstätte halt in der letzten Folge von den Orks befreit. So, ich speichere einmal. Da ist ein Zelt. Ah, die haben sich wirklich hier verschanzt, glaube ich. So, Heilwurz. Und eine Kaktusblüte. Oh, da ist noch was zum Lesen. Gruß. Ne, ist doch nicht zum Lesen. Gruß. Diese verfluchte Wüste macht mich noch fix und fertig. Was ist passiert? Was ist passiert? Nicht genug, dass es hier verdammt heiß ist. Man muss sich auch noch mit diesem Viehzeug herumärgern. Ich hatte einen Lagerplatz drüben im Norden. Eines Nachts kamen die Sandcrawler und haben mich fast erledigt. Eins von den Biestern hat dann zu guter Letzt noch meinen ganzen Kram gefressen. Gefressen! Verstehst du? Aber ich habe dem Mistvieh ordentlich eins verpasst, bevor ich geflohen bin. Der Sandcrawler sollte noch derbe verwundet sein. Naja, alleine gehe ich da jedenfalls nicht mehr hin. Das ist die Hölle, sag ich dir. Okay, was macht ein Paladin in diesem Land? Was macht ein Paladin in diesem Land? Ich bin auf einer heiligen Mission. Die Feuermagier gaben mir den Auftrag, nach den Feuerkelchen zu suchen. Tja, und ich habe einen gefunden. Das war nicht leicht, das kannst du mir glauben. Und jetzt ist der Kelch im Bauch dieses Sandcrawlers aus der Hölle und wandert lustig durch die Wüste. Okay, lass uns einen verwundeten Sandcrawler suchen. Gleich? Oder warte ich? Lass uns deinen verwundeten Sandcrawler suchen. Ich brauche das Mistvieh nicht zu suchen. Ich weiß genau, wo es ist. Folge mir. Jetzt wird abgerechnet. Ja, okay. Yusuf! Hey, Fremder. Hast du Wasser? Hier, trink mal einen Schluck. Hier. Trink mal einen Schluck. Danke, Mann. Das tut gut. Was machst du hier draußen? Bist du ein entlaufener Sklave? Was machst du hier draußen? Bist du ein entlaufener Sklave? Tja, lässt sich schlecht verbergen. Du wirst mich doch nicht verraten, oder? Es gibt bestimmt etwas, was ich dir geben kann. Aber bitte lass mich gehen. Ich habe den Auftrag, dich zu töten. Was hast du mir zu sagen? Was hast du mir zu sagen? Jeder ist hinter mir her. Ich habe die Schlüssel zum Tempel von Morazul geklaut und habe sie an einflussreiche Leute verkauft. Doch bevor ich den letzten verkaufen konnte, musste ich abhauen. Wem hast du die Tempelschlüssel von Morazul verkauft? Wem hast du die Tempelschlüssel in Morazul verkauft? Ich hatte 4 Schlüssel. Der Söldner Kirk hat viel Gold für einen der Schlüssel bezahlt. Einen habe ich an Ilya verkauft und den dritten an den Boss der Stadt, Gonzales. Sieh mal einer an. Okay, demnach hast du noch einen Tempelschlüssel. Gib ihn mir. Du sagst, du hattest 4. Du sagst, du hattest 4 Tempelschlüssel. Ja, aber ich weiß nicht, wie viele es von ihnen gibt. Aber wenn es mehr als 4 sind, dann sind die restlichen sicher immer noch irgendwo beim Tempel von Morazul. Verstehe. Okay, demnach hast du noch einen. Demnach hast du noch einen Tempelschlüssel. Gib ihn mir. Na schön. Ich hoffe nur, du lässt mich am Leben. Ich ahne, was du vorhast. Du willst den Tempel öffnen,
Lass dir gesagt sein, ein Fluch liegt über diesem Tempel. Ach ja? Der alte Messias hat mich gewarnt. Er sagte, großes Unheil wird über uns kommen, wenn der Tempel geöffnet wird. Ich lasse ihn am Leben. Das speichere ich und dann gehe ich mit ihm jetzt mal den verwundeten Sandcrawler. Der hat auch ein Paladin-Schild, sehe ich gerade. Und der hat eine schwarze Paladin-Rüstung. Ich bin am Überlegen, hier im Süden, für welche Seite ich mich entscheiden werde. In Varant. Wo genau sind wir jetzt? Immer noch hier. Okay. Hier hinten waren wir noch gar nicht. Wir waren jetzt nur da und hier und halt hier. Da ist auch noch irgendwas Wichtiges. Hier scheint noch was Wichtiges zu sein. Und hier. Und hier, da waren wir noch gar nicht. Da müssen wir noch hin. Die Wüste scheint aber auch riesig zu sein, aber auch leer. So. Ich höre die schon. Speicher noch einmal. Ich hoffe, Cruz überlebt hat. Du hast es so. Was? Nein, falsche Waffe. Okay, der Verwundete ist hinter mir her. Ja, den Verwundeten haben wir. Wo kommen die jetzt her? So, ich ergreife noch mal ganz kurz die Flucht. Und trinke noch mal. Alter, wie viele sind denn hier von denen? Lebt Cruz noch? So, vielleicht nochmal so. Nein, 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 schnell. Zieh die Waffe. Jo, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich hoffe, Cruz überlebt hat wirklich. So. Ja. So, so. Hier Feuerkelch. Einmal kurz einen Heiltrank nehmen. Wie sieht es mit Cruz aus? So, Cruz. So, das war's mit dir, du Mistvieh. So, dein verwundeter Sandcrawler ist erledigt. Dein verwundeter Sandcrawler ist erledigt. Gut so. Dieses Mistvieh war von Belia selbst besessen, glaub mir. Okay, was ist hier mit dem Feuerkelch? Was ist jetzt mit deinem Feuerkelch? Ich brauche nochmal deine Hilfe. Schneide den Sandcrawler auf und hol das Ding aus ihm heraus. Dann bringst du den verdammten Kelch zu den Feuermagiern nach Nordmar. Ich werde hier weitersuchen, ob ich doch noch mehr finde. Okay. Haben wir erledigt? Das speichern wir. Haben wir geschafft. So, was ist das da? Mein Crawler-Zangen. Liegen hier einfach so rum. So, wir müssen jetzt aber viel Fleisch haben. Gehe ich mal von aus. So, ne, nur 5? Doch so wenig?
Wir müssen wirklich mal auf Wildtierjagd gehen. So. Was hat es jetzt mit diesen seltsamen Pilz hier auf sich? Und hier sind noch mehr Minecrawler-Zangen. Warum liegen hier so viele Minecrawler-Zangen? So, okay, dann gehen wir noch mal kurz nach nach Morazul. Und gucken wir mal, was wir dann sonst noch machen können. Yusuf haben wir ja gefunden. Den lassen wir ja am Leben. Genau, hier war ja Yusuf. Königsdistel nehmen wir mit. Und den Schakalen will ich mal vorbei, aber ich weiß jetzt nicht, wo ich suchen soll. Wegen Gold und von Kaful. Ah, nicht runterrutschen. Ich höre hier was. Ach, wieder ein Sandcrawler. Das ist aber ein normaler Sandcrawler, glaube ich, oder? Da sind zwei Sandcrawler. So, ich muss jetzt in die Richtung. Ja. Ich habe aber echt keinen Schimmer, wo ich suchen soll, wegen Dings. Sie ist ja nordöstlich von Morazul sollen die Dings sein. Vielleicht da unten am Wasser? Hier am Wasser könnte vielleicht noch Sinn ergeben, dass die hier irgendwo sich versteckt haben. Die Nomaden. Das hier zählt ja immer noch als nordöstlich von Mora. Also ist hier irgendwo vielleicht eine Höhle oder so? Ein Höhleneingang? Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen soll. Wir sind aber auch jetzt nicht mehr nördlich von denen. Komm, egal, gehen wir mal dahin. Für wen sollte ich nochmal Yusuf suchen? Artefakthandel, es war eine Bereicherung für jeden Händler hier in Morazul, doch der Sklave Yusuf erwischt wurde, laufen die Geschäfte nicht mehr. Ich werde dir helfen, dein Geschäft wieder anzukurbeln. Ich will, dass die Sklaven wieder für mich arbeiten. Schon klar, die wollen die Artefakte für die klauen. Geh zum Tempel und sprich mit dem Dicken, er beaufsichtigt die Sklaven dort. Bezeug ihn, mir ist egal, wie du das anstellst, Hauptsache die Geschäfte gehen wieder. Ah, okay. Nur mit dem Dicken reden. Die. Hier, warte, Händler. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich habe ja wieder was zum Verkaufen. Hier Varanleder, Varanzungen, Zähne, Klauen, die Dinger hier. So, dunkles Snapperleder. Das ist nur 100 wert? Ernsthaft so wenig? Hier Verwandlungstrank brauchen wir ja nicht. Dann haben wir hier Kaktusblüten. Dämonenpilze.
Heilpflanzen, Sonnenkraut, Heilwurzel, Waldbeere, Königsdistel brauchen wir nicht. Mana-Pflanze brauchen wir nicht. Zauberwurzel, nö. Morgentau. Kronstöckel behalten wir. Dieser Pilz ist irgendwie komisch. Ja, 20 Stück haben wir schon mittlerweile davon. Das ist Snapperkraut. Ogerblatt. Eisenhalm. Pelznessel. Hürdenwurz. Dann haben wir hier Telekinese, Schlösser öffnen, Heilung. Die Dinger. Lederschild. 10 Holzschilder haben wir. Amulett des Assassinen. So, Assassinschwert. Rostige Schwerter. Das werde ich nicht. Knüppel. Haben wir ordentlich was eingesammelt hier. Davon will ich nichts wissen. Wir haben jetzt ganz schön viele Bolzen. Bei Bilia. Das werde ich nicht zulassen. Hier im Obermorgenstern. Kushtarach. Es liegt alles in Bilias Hand. Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. So, 7000 kriegen wir dafür. Wie sollte es doch anders sein? So, wir sind jetzt wieder bei 40.000. Wird dafür bezahlt. Noch ein Händler. So, mit dem Dicken. Nasib? Wer ist denn der Dicke? Bandaro? Bring was über die Jagd bei. Bring was über die Jagd bei. Okay, das kostet alles 15 Lernpunkte. Anga. Anga, Lester, Laris haben wir schon alle gefunden. Hier Ölk, Paladin, Philipp. Anktos. Wer war jetzt der Dicke? Der dicke Sklave? Ein paar Gewürze, ein wenig rühren. Marcel. Der war es nicht. Ognarok. Was ihn angeht, haben wir ja noch eine Quest. Stimmt. Hamid? Wie kann dir Hamid zu Diensten sein, Sohn der weiten Reisen? Ein Mann wie du ist bestimmt interessiert an einem guten Geschäft, richtig? Was für ein Geschäft willst du mir anbieten? Was für ein Geschäft willst du mir anbieten? Schon seit vielen Jahren suche ich nach einem besonderen Artefakt. Das Amulett der Zauberei. Ein Relikt des alten Volkes. Wo liegt das Ding? Irgendwo in den Ruinen? Nicht länger. Fleißige Sklavenhände haben es aus dem Sand gegraben. Nun ist es in der Hand von Ilya, dem Artefakthändler. Ich besorgte das Amulett von Ilya. Ich besorgte das Amulett von Ilya. Hier, nimm das Gold. Es wird reichen, wenn du schlau bist. Okay, warum gehst du nicht los und kaufst das Amulett einfach? Warte mal. Wir haben Gold von ihm bekommen. Ich speichere einmal. Warum gehst du nicht los und kaufst das Amulett einfach? Das ist nicht so einfach, Sohn der klaren Worte. Wenn Ilya erfährt, dass es für mich ist, wird er den Preis in die Höhe treiben. Ah, okay. So. Mit wem musste ich jetzt aber reden wegen den Dingens? Mit ihm? Nee. Ich weiß gerade gar nicht, mit wem ich reden muss wegen den Sklaven hier. Was mit Ramon? Kann ich mir noch was bringen? Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Dazu bist du noch nicht bereit. Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Okay, mach mal so. Gut. 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 So, wo haben wir Ilya? Es gibt noch eine andere Lösung. Fersul?
Händler. Das kann ich Assassine. Gar nicht glauben. Händler. Da ist Elia. Ich suche das Amulett der Zauberei. Ich suche das Amulett der Zauberei. Tja, ich fürchte, da bist du umsonst gekommen. Ein solches Amulett besitze ich nicht. Wirklich nicht? Schau doch noch einmal genau nach. Es ist sehr alt. Wirklich nicht? Schau doch noch einmal genau nach. Es ist sehr alt. Ah, richtig. Eins von den alten Amuletten. Ja, das besitze ich. Sag mir, warum willst du es haben? Ein magisches Amulett kann doch jeder gebrauchen. Ich will meine magischen Fähigkeiten steigern. Ich will meine magischen Fähigkeiten steigern. Mit dem Amulett habe ich mehr Mana und kann besser Zaubersprüche sprechen. Oh, gut. Ich mache dir einen Preis. Amulett der Zauberei kaufen. 500. Okay, dann haben wir das schon mal. So. Gehen wir dann zu Hamid. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. So. Mersil? Nein. Hamid. Hier ist das Amulett von Ilya. Hier ist das Amulett von Ilya. Ausgezeichnet, Sohn der Verlässlichkeit. Hier ist dein Lohn. Wenn du Interesse hast, kann ich dir noch ein Geschäft anbieten. Okay. Erzähl mir von deinem Geschäft. Gehe für mich zur Oase des Murat und entsende ihm meine Grüße. Gib ihm das Amulett als Geschenk. Als Geschenk? Er wird es nicht annehmen, ohne dir ein Angebot dafür zu machen. Verstehe. Bei wie viel soll ich einschlagen? Du wirst nichts anderes akzeptieren als die liebliche Jasmin. Sie ist der Preis, den ich begehre. Jasmin, nichts anderes. Wie viel ist für mich drin? Wie viel ist für mich drin? Ich gebe dir einen Haufen Gold. Und ich werde mich bei Gonzales für dich einsetzen. Gut, ich bin dabei. Ich bin dabei. Nimm das Amulett und lass dich nicht reinlegen, hörst du? Okay, wo ist Murats Oase? Wo ist Murats Oase? Unweit dieser Mauern im Westen der Stadt, Sohn der Orientierungslosigkeit. Alles klar. Immer mit Sohn des was auch immer oder Vater des was auch immer. So, aber Ragnarok, du kommst jetzt mit mir. Du kommst jetzt mit mir. Nichts lieber als das. Ich muss endlich wieder was tun, sonst werde ich bekloppt hier. Du hast Mersil einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Du hast Mersil einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Hey! Ich hab's bei ihm nicht mehr ausgehalten, verstehst du? Der Kerl kann mit mir sowieso nichts anfangen. Da habe ich ihm ein bisschen Angst gemacht, damit er mich loswerden will. Tja, hat funktioniert. Okay, komm mit. Komm mit. Alles klar. Ragnarok schließt sich dir an. Apropos Ragnarok, was habe ich... Tempelsklave Ragnarok. Mersil, manchmal gut, manchmal schlecht. Was soll ich für dich machen? Ich muss unbedingt diesen Sklaven loswerden. Bring Ragnarok zum Tempel des alten Volkes. Sprich dort mit Fasim. Sollen die sich mit ihm rumschlagen? Was ist das Problem? Ich würde ihn lieber woanders hinbringen wollen. Zum Nomaden. Dann ist er quasi frei. Ich speichere jetzt einmal. Ja, das werde ich nicht zulassen. So, nordöstlich soll das Ding sein. Hier keine gute Idee, so runterzugehen. Aber dann ist er meine Begleitung. Und dann kann ich ihn vielleicht zu den Nomaden anschleppen. Als Gefolgsmann oder so. Hier keine gute Idee. So. Ich frage mich aber wirklich, wo hier im Nordosten Kapuswachen. Ich werde Kapuswachen aufspüren und töten. Ich habe schon Leute nach Norden und Osten geschickt, aber sie haben nichts gefunden. Und das, was heißt das?
Wer so dreist ist, sich mit Gonzales anzulegen, der ist auch dreist genug, in der Nähe zu bleiben. Irgendwo hier drumherum müssen die sein. Gehe ich mal von aus. Vielleicht sind die nicht im Norden oder Osten, sondern im Nordwesten. Irgendwo muss ich ja anfangen zu suchen, ne? Und vielleicht ist Ragnarok mir auch eine Hilfe. Hier in der Wüste. Vorausgesetzt, der kommt auch hinterher. Das ist aber auch echt langsam mit denen. Ja, okay, hier wird es auch erstmal dauern. Ah, da haben wir ein Lager. Ist das jetzt das, was ich für Hamid machen soll, oder? Oder ist das das, wo die Dings hier sich verstecken? Sandcrawler. Ein bisschen viele von denen. Ragnarok, du musst mir helfen. Das sind sehr viele. Ragnarok. Dass die alle aber auch Fokus auf mich haben. So, jetzt, wie sieht den da an? Okay, einmal kurz die Flucht ergreifen, sonst bin ich gleich tot. So, nein! Ich hoffe, das überlebe ich. Und ich hoffe, Ragnarok überlebt hat. Ich brauche ihn lebend. Dem hast du es gezeigt. Jo. Ein Mist viel weniger. Boah, das war aber auch heftig gerade, fand ich. Wie viel Leben hat er? Er ist voll, okay. Da kann ich bestimmt auch selber heilen. Dann ist er erstmal meine Begleitperson. So, komm. Ja, jetzt töte den. So, Ragnarok, ich helfe dir. Halte durch. Ein Mist wie weniger. Ja, nice. Okay, der hat aber auch nicht mehr viel. Also, obwohl der hat ein bisschen Leben verloren. Halt er sich? Halt er sich selber? Da sind Blutfliegen. Die lasse ich mal in Ruhe. So, Kämpfer. Händler. Ich glaube, der hat nichts. Noch ein Kämpfer. Noch ein Händler. Alima. Jasmin. Interessante Tänze haben die hier. Murat. Wenn du Wasser kaufen willst, sprich mit den Sklaven. Was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Ich bin Sklavenhändler. Ich handle nur mit den schönsten Frauen des Landes. Sieh dir meine Ware an, dann wirst du sehen, dass ich nicht lüge. Geh ruhig näher heran und sprich mit dem Mädchen deiner Wahl. Ich bringe Grüße von Hamid. Ich bringe Grüße von Hamid.
Hamid, mein alter Freund. Wie geht es ihm wohl? Er macht gute Geschäfte und er schickt dir dieses Amulett als Geschenk. Sehr schön. Das ist etwas ganz Besonderes. Aber nein, ich kann es nicht annehmen. Du willst sein Geschenk nicht annehmen? Jedenfalls nicht, ohne auch Hamid ein Geschenk zu machen. Okay, hier ist Hamids Amulett. Lass uns über dein Geschenk verhandeln. Hier ist Hamids Amulett. Lass uns über dein Geschenk verhandeln. Warte, du bekommst 500 Goldstücke aus dem Schatz der Oase. Nichts sagen? Warte, nimm 1000 Goldstücke aus meinem persönlichen Schatz. Nichts sagen? Na schön, ich mache ihm die liebliche Jasmin zum Geschenk. Ich denke, das wird ihm gefallen. Dann sei es so. Bitte sorge dafür, dass Jasmin unversehrt Mor'Azul erreicht. Okay, kann ich Jasmin mitnehmen? Ich bin die schönste Tänzerin des Landes, sagen sie. Ich bin des Tanzens müde. Ich hoffe, ich werde bald jemandem gehören, der nicht nur meine Tanzkünste bewundern will. Ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. Jasmin wird weggebracht. Ach, ich kann mehrere Begleiter haben. Was mit Alima? Welch ein gut aussehender Mann. Bist du ein Händler aus Mor'Azul? Nicht direkt. Schade, ich wäre so gerne die Frau eines reichen Händlers geworden. Die Frau des reichsten Händlers der Stadt zu sein, das wäre etwas für mich, meinst du nicht? Du solltest jetzt gehen. Kann ich? Ich möchte Alima kaufen. Ich möchte Alima kaufen. Oh, ich sehe, du hast Geschmack, junger Mann. Sie wird dir zahllose schöne Nächte bereiten. Der Stadtherr Gonzales selbst hat sie schon einmal ins Auge gefasst. Geh zu ihr. Sie wird dir von nun an folgen. Okay. So, nehmen wir Alima auch noch mit? Ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. So, jetzt haben wir 3 Gefolgsleute. Alter, dann, das ist ja dann richtig nice. Dann können wir, Diego, Gorn, Milton, Lester, Laris und so weiter alle mitnehmen. Hier Anga. Als, Kumpan, die helfen im Kampf. Wenn was passiert, ich speichere einmal. So, Alima haben wir jetzt gekauft. Die müssen wir als Geschenk darbieten an den Dingens. Gehe ich mal von aus. Für Gonzales. Ich hoffe nur, wenn wir unsere Freunde mitnehmen, dass die dann das alle auch überleben. Und wir kriegen ja auch dadurch, wenn die mitkämpfen, ja auch Erfahrungspunkte. So, ich hoffe, hier werden wir aber auch nicht angegriffen. Von egal was. Da sind Warane. Ich hoffe, die kommen nicht an denen zu nah. Ja, ich würde sagen, wir werden zusehen, dass wir demnächst dann alle unsere Freunde mal mitnehmen. Lester und Diego sind ja hier. Gorn ist in Gotha. Wo ist Laris nochmal hingegangen? Ich weiß es nicht. Anga können wir ja mitnehmen. Und ich weiß nicht, wie viele Gefolgsleute wir insgesamt dann mitnehmen können, haben können. Also, dass uns gleichzeitig folgen. Bis jetzt erstmal 3. Sieht zumindest danach aus. Wie soll das auch anders sein? So, suchen wir Hamid. Ich gebe dir einen guten Rat. Sei vorsichtig. Der muss da sein. Da hinten. Da ist er ja. So, Hamid, ich hab dir jemanden mitgebracht. Ich hab dir jemanden mitgebracht. Die liebliche Jasmin.
Endlich ist sie mein. Ich danke dir, Sohn des Mutes. Nimm das Gold und ich verbürge mich für dich bei Gonzales. Okay, nice. So, Jasmin haben wir jetzt weg. Drehspieß. Kann ich was damit machen? Warum tanzt die jetzt da? Also er selber jetzt dran. Okay. Okay, dann einmal noch zu, Ich will keinen Ärger haben. Erstmal Pause machen. Du solltest jetzt gehen. Mit wem muss ich wegen, hier den Sklaven da reden? Weiß ich jetzt nicht. So, dann wollten wir hier nochmal hin. So, Nasib, wegen der Geschenke für Gonzales. Wegen der Geschenke für Gonzales. Sprich, was hast du anzubieten? Ich bringe eine schöne Tänzerin, Alima. Ich bringe eine schöne Tänzerin. Hm, in der Tat. Eine Schönheit. Ein gutes Geschenk. Sie wird ihren Platz an der Seite meines Herrn finden. Hm, kann ich mit Gonzales sprechen? Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay, da fehlt mir noch was. Was müssen wir noch machen? Tempelsklave Orgnarok. Letzte Nacht sind, zum Tempel des alten Volkes. Sprich mit Fassim. Ja, gut, dann, suchen wir mal, wo wir mit dem dahin müssen. Waren hier nicht noch gerade irgendwo welche, wo ich hin muss? Da nicht. Oder wird da hinten das gemeint? So, was denn jetzt schon wieder? So, okay. War jetzt doch nicht so wichtig. Ich dachte jetzt, das wäre wichtiger. Hier muss das sein, ne? Nee? Wo finde ich Fassim? Dann kann ich ihn dann vielleicht dort abgeben. Obwohl die Nomaden wahrscheinlich auch starke Männer brauchen. Was ist momentan mein Ruf? Nomaden 15, Nordner 5, Orks 13, Assassinen 13, Rebellen 33, Waldvolk 40. So, Heilwurzel, Snapperkraut. Stör mich nicht. Orgnarok? Okay, der findet noch seinen Weg. Ich gehe mal von aus, dass wir da hinten hingehen müssen. Das sieht nämlich danach aus. Ja, ich gehe von aus, dass wir da hin müssen. Und irgendwo hier in der Wüste sollen dann noch Nomaden sein, glaube ich. Die Wüste ist aber auch echt riesig. Wie lange braucht er? Orgnarok? Hier sind Schakale, die du mit mir bekämpfen darfst. Alter, das ist echt riesig hier. Dem hast du es gezeigt. Ja, ich habe hier eine Motte. Ja. Oh. So, das wäre erledigt. Wie ist eine Motte hier reingekommen? Fliegt hier erstmal um mich herum eine Motte rum. So, okay, nochmal ein paar Heilpflanzen.
Das ist ja echt verdammt riesig. Und das ist jetzt nicht der Tempel, wo ich vorhin war, oder? Das ist ein anderer Tempel. Also nicht das, was ich befreit habe. Der sieht ja ganz anders aus. Ich glaube, die sind da. Das bedeutet nichts Gutes. So, lass mich raten. Du bist Fassim? Was ist das? Warum bringst du dieses Unheil zum Tempel? Masi sagt, das geht klar mit dir und diesem Orknarok. Hat Beliars Schatten dich völlig verlassen? Nichts geht klar. Schaff ihn weg. Bring ihn zu Kalesh. Was hast du für ein Problem mit Orknarok? Was hast du für ein Problem mit Orknarok? Der alte Messier hat mich gewarnt. Er sagte mir, was geschehen wird, wenn der Mann aus dem Norden kommt. Unheil wird er uns bringen. Und wer ist dieser Messier? Wer ist dieser Messier? Ein alter Artefaktsucher. Er lebt hier in den Ruinen. Er spricht wahre und weise Worte. Und er hat mich gewarnt. Ich bin auf der Suche nach Yusuf. Ich bin auf der Suche nach Yusuf. Sieh an. Du willst wohl Punkte bei Gonzales machen, hm? Alles, was ich brauche, ist eine Information. Hast du die oder nicht? Immer ruhig bleiben, Sohn der Ungeduld. Ja, ich weiß, was du brauchst. Und wenn du Yusuf findest, wirst du eine schöne Stange Gold bekommen. Da sind doch ein paar Münzen für Fasim drin, oder? Sag mir, was du weißt, dann muss ich dich nicht verprügeln. Ich speichere noch einmal. Ich probiere das mit dem Verprügeln aus. Sag mir, was du weißt, dann muss ich dich nicht verprügeln. Darauf lasse ich es ankommen, Sohn der Einfalt. Zeig mir, was du kannst. Urak, es gibt einen Kampf. Greif an! Ja! 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 Greif an. Ja! So. Das war ein fairer Kampf. So, Fassim, steh jetzt auf und sag mir, wo Yusuf ist. Auch wenn ich ihn schon längst gefunden habe. Stehst du auf? Beim nächsten Mal. Wie sieht's jetzt aus? Ruhig, Sohn der harten Schläge! Ja, ich sage dir, was ich weiß. Yusuf ist nicht bei den Ruinen. Er ist in die Wüste abgehauen. Wahrscheinlich Richtung Nordosten. Warum nicht gleich so? Mein Schädel. Mach, dass du wegkommst, Sohn der... Ach, hau ab! Sohn der was? Okay, also... Jetzt muss ich Kalesh suchen. Wer ist jetzt Kalesh? So, Krieger... Krieger, gibt es hier noch jemanden mit Namen? Krieger, Elite-Krieger, Elite-Krieger, Wolfskraut. Ich finde super, dass niemand hier Orknarok haben will. So, Krieger. Was haben wir hier? Hier gibt's nichts. Schade. Wahrscheinlich waren hier diese Artefakte drin, ne? Oder sollten zumindest sein. Wer will mich hier jetzt angreifen? Wahrscheinlich irgendwo da drinnen was. Nur kommt nicht an mich ran. Noch mehr Wolfskraut. Wo ist Orknarok da? Felsnüsse. Hab ich jetzt wieder Schneider der Priester? Wir haben jetzt Tempelschlüssel von Al-Shedim, Morasul, noch eins von Morasul, noch eins von Morasul.
Ah, okay. So, hier müssen wir jetzt irgendwas Permanentes haben, oder? Nein? Keine permanenten Tränke, okay. Gibt's hier unten jemanden? Kalisch. Verdammt, das werde ich niemals schaffen. Was ist dein Problem? Ich komme bei der Suche nach den göttlichen Artefakten nicht weiter. Die Wüstenläufer fressen meine Sklaven. Der Tempel aus uraltem massivem Gestein. Ich kann ihn nicht einreißen. Aber um durch das Tor ins Innere zu gelangen, fehlen mir noch einige Schlüssel. Es ist zum Verzweifeln. Ich fürchte, ohne die restlichen 4 Schlüssel kommen wir nicht in den Tempel hinein. Du hast Probleme mit Wüstenläufern? Du hast Probleme mit Wüstenläufern? Die Biester sind überall in den Ruinenfeldern zu finden. Am schlimmsten sind die Furchtlosen von ihnen. Diese Biester haben keine Scheu vor meinen Kriegern und greifen ständig mein Lager an. Ich muss wieder zurück ins Lager gehen und dort nach dem Rechten sehen. Okay, ich werde mich um die furchtlosen Wüstenläufer kümmern. Ich werde mich um die furchtlosen Wüstenläufer kümmern. Es wäre eine Wohltat, nicht mehr auf seinen Rücken Acht geben zu müssen. Aber pass auf, dass du sie nicht ins Lager lockst, klar? Du findest die Viecher im Osten vom Tempel in den Ruinenfeldern. Okay, erzähl mir mehr über die restlichen Schlüssel des Tempels. 5 Schlüssel brauchen wir, um den Tempel zu öffnen. Einen habe ich schon in den Ruinen gefunden. Fehlen noch 4 weitere. Und ich brauche jemanden, der sich unter den Moras bewegen kann, ohne Aufsehen zu erregen. Du kannst dieser jemand sein. Worauf willst du hinaus? Die Moras stehlen meine Artefakte und bringen sie nach Morasul. Die Schlüssel werden auch dort sein. Ich will, dass du sie findest. Okay, warum gehst du nicht selbst nach Morasul? Meinst du, in diesem Tempel ist ein göttliches Artefakt zu finden? Da wette ich drauf. Wenn nicht in diesem Monument des alten Volkes, wo dann? Verstehe. Okay, wegen Yusuf. Wer ist Yusuf? Ein Mora? Der Dieb, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Die ganze Stadt ist voller Diebe. Willst Kopfgeld kassieren? Mach es oder lass es. Es interessiert mich nicht. Warum gehst du nicht selbst nach Morasul? Die Stadt ist voller ehrloser Diebe. Gehe ich dorthin, werden sie mir meinen Schlüssel auch noch stehlen. Nein, ich bleibe hier beim Tempel und bewache den einen. Du bist ein Mora, einer von ihnen. Du wirst nach Morasul gehen. Bring mir die restlichen 4 Schlüssel zum Tempel. Will die Tempelschlüssel von Morasul, okay. Was mache ich jetzt eigentlich mit ihm? Lauf zurück, warte hier. Ich habe keine Ahnung, was ich mit ihm jetzt machen soll. Bestraft den Sklaven, Yusuf. Beseitigt die furchtlosen Dings. Ramirez, der verschwundene Assassine, was ist damit? Alles, was ich weiß, ist, dass der ordentlich auf dem Weg einen Urinfelder gemacht hat. Und er ist schon ziemlich lange verschwunden. Also ich finde raus, was da los ist. Okay, keine Ahnung, wo der ist. Wir haben 0 Lernpunkte, aber wir brauchen nur noch einen Kill oder so. Dann haben wir wieder, 11 Lernpunkte. 11 Lernpunkte. Lass mich raten, das sind die Wüstenläufer? Furchtloser Wüstenläufer. Der macht aber auch ordentlich Schaden. Gut, dass ich vorher gespeichert habe.
Bei dem Schaden, die der macht. So, mir juckt mein Auge mittlerweile. Aber ich habe die Nomaden hier jetzt noch nicht gefunden, in dem Bereich. Vielleicht muss ich mehr essen. Und warte mal, vielleicht sogar auch eine andere Waffe. Mit den hier mal benutzen wollen vielleicht. Und den verbrennen. So, wie viel Leben hat er noch? Da! Dem hast du es gezogen! Ja, nice! Das wäre erledigt! So, Schattenläuferhorn, Fell eines Schattenläufers. Das speichern wir. So, er hat noch ein bisschen Leben. Also nur ein bisschen hat er verloren, immerhin. Da ist schon der nächste. Die nächsten zwei. Jo, Ragnarok, ich brauche deine Hilfe. Was, wenn ich die vielleicht doch dahin rüber hole? Da kämpfen die ja mit. Das sind noch mehr von den Viechern. So, bitte. Ich hab hier jemanden. Deinem Leben aus? Ich glaube, Ragnarok ist fast tot. So, und noch ein? Nein? Ja. Ausnutzen jetzt. Sollen die Würmer dich fressen? So. Jetzt schnell Ragnarok helfen, bevor er drauf geht. Wie viel Leben? So, das wäre erledigt. Okay, den haben wir auch. So. Auch alles mitnehmen. Wie viele haben wir noch von diesen Läufern? Sandläufern, Wüstenläufern? Beziehungsweise nochmal speichern. Da haben wir einen. Erstmal in Richtung
Ragnarok? Ja, auch noch ein bisschen mehr Einsatz hier. Da! Dem ein Mist viel weniger. Nice. Haben wir geschafft. Okay. Heilkräuter jetzt. Wie viele gibt's denn hier noch? Speichern. Kann nicht sein, dass es nur die paar waren, die vier. Mindestens fünf gehe ich mal von aus, dass sie hier sind. Ja, da ist noch einer. So, jetzt schnell vorbei. Ich glaube, ich lock die mal in die, zu den Orks. Wo sind die hin? Auch noch? So, was ist mit dem einen hier jetzt bei mir? Gut gemacht. So. Jetzt ist nur der hier. Bald ja! Wird es keinen mehr von euch geben. Haben wir jetzt alle. So. So, den nehmen wir auch noch mit. Wie viel Leben hat Ragnarok? Ja, dem muss ich glaube ich einen Heiltrank geben. Kalesch, ich habe hier einen Sklaven für dich, Ragnarok. Ich habe hier einen Sklaven für dich, Ragnarok. Einen Nordmar-Krieger bringst du mir? Nimm ihn weg, ich habe keine Verwendung für einen Ork-Söldner. Die furchtlosen Wüstenläufer sind übrigens tot. Die furchtlosen Wüstenläufer sind tot. Die Biester sind tot? Gut, dann sieht die Sache hier schon nicht mehr ganz so hoffnungslos aus. Hier, nimm dies als Belohnung. Nice. So, wie sieht's hier jetzt aus? Okay, Folge Cruise zu seinem alten Lagerplatz. Ich brauche das nicht. Ich weiß jetzt, jetzt wird abgerechnet. Hä? Geschenke für Gonzales. Jeder weiß, dass Gonzales nur die Männer empfängt, die ihn beeindrucken. Nee, was soll ich jetzt, Ilya will ein Artefakt aus dem Tempel. Rami, warte mal, was kann ich mit ihm machen jetzt? Ich denke, ich brauche dich jetzt nicht mehr. Ich denke, ich brauche dich jetzt nicht mehr. In Ordnung. Dann kann ich ja endlich mein eigenes Ding durchziehen. Ich danke dir. Hier, nimm dies. Es wird dir helfen. Leb wohl. Dreimal Heiltränke Erfahrung. Ragnarok verlässt die Gruppe. So. Okay, also Quest mit ihm haben wir erfüllt. Er ist frei. Und ist hier für niemanden zu gebrauchen. Dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.